Ja, moin und willkommen zu Folge 55. Und weil wir so oft Fahrzeuge hatten, die bei Gelb nicht mehr stehen bleiben konnten, freuen wir uns besonders über den Verkehrsteilnehmer hier, der beweisen kann, dass es doch geht. Und damit starten wir in die Folge. Davon mal abgesehen, dass es diesen ganzen Durchgangsverkehr hier in der Fahrradstraße gibt, hast du wirklich hier den Vogel abgeschossen, mit dem Fahrzeug so zu parken? Das hat aber rückwärts gar nicht so gut funktioniert einzuparken, oder? Das ist offensichtlich. Ja, und vermutlich hältst du nur kurz, um was Wichtiges zu erledigen. Also ein Vorteil wirklich vom Fahrradfahren ist ja wirklich, dass man das Sondersignal von Rettungsdiensten wie hier sehr gut hören kann. Weil man sieht zum Beispiel auf der rechten Seite, das Fahrzeug hinter dem LKW kommt recht spät zum Stehen, weil man offensichtlich nicht richtig hören kann, woher das Sondersignal kommt. Und wenn man ein Sondersignal hört, sollte man immer am besten sofort gucken, wo es herkommt. Herzlichen Dank für deine Videospende, Lapinski. Also man kann ja immerhin sagen, dass der Blinker gesetzt wurde, ne? Ansonsten bleibt nicht viel übrig. Das war ganz schön rot. Jep, würde ich auch so sehen. Augen auf das Taxi links. Irgendwie wurde hier stehen geblieben und man war sich nicht so sicher, in welche Richtung man fahren wollte, offensichtlich. Nicht direkt abbiegen, nicht direkt geradeaus. Ich weiß es nicht. Immerhin kann man dem Taxi aus der Szene davor nicht vorwerfen, dass es zu eng vorbeigefahren wäre. In dem Fall hier kann man schon sagen, dass der Taxifahrer gerade in dem Bereich, wo es hier relativ eng wird, eigentlich nicht so drauf geachtet hat, ob noch andere Verkehrsteilnehmer, wie zum Beispiel ich, hier auch mit unterwegs sind. In der linken Bildhälfte ist eine Fahrbahn und ein Busstreifen und ich glaube nicht, dass die Busse über Nacht so stark geschrumpft sind. Herzlichen Dank, Eisbär, für deine Videospende und man soll mir ja nicht nachsagen, dass ich hier keine Rotlichtverstöße auch von Radfahrenden zeigen würde. Er hier schafft es besonders, über die Kreuzung zu fahren und gleich zweimal über Rot zu fahren. Was ein Manöver. Keine Ahnung, was ich mir hierbei gedacht habe, aber nachts auf dem Bremer Weg im Tiergarten zu versuchen, das Licht heller zu stellen und dann dabei das zu produzieren, da wo auch noch Pfosten sind, herzlichen Glückwunsch, das war eine sehr clevere Aktion. Das war ein bisschen gefährlich. Ich zoome gleich ein bisschen rein und mache das extrem langsam, damit man sehen kann, was passiert. Es passiert nämlich, dass nämlich in die Critical Mass im März ein Auto reingefahren ist und der Meinung war, ich muss jetzt hier einfach durch, egal ob da Radfahrende sind oder nicht. Ich benutze mein Auto als Durchsetzungswerkzeug, um einfach mal zu demonstrieren, wer der Stärke ist. Man kann ja zu dieser ganzen Critical Mass stehen, wie man will, aber mit einem Fahrzeug in der Art und Weise auf Menschen loszufahren, puh, ich weiß ja nicht. Eigentlich weiß ich es doch, ich finde es richtig armselig. Der Radweg an der Stelle der Karl-Marx-Allee ist so breit, dass zwei Radfahrende gut nebeneinander fahren können, aber für drei ist es dann deutlich zu viel. Wenn man dann hier noch versucht, in dem Bereich zu überholen, puh, ich weiß ja nicht. Mit seiner Videospende zeigt uns Robert, wie ein Radweg als Abbiegespur verwendet wird. Keine Ahnung, warum die Leute da vorne auf dem Fahrrad nicht losgefahren sind. Es war definitiv grün, man hätte fahren können. Ich habe es dann halt getan. Ein Beispiel, und das ist für alle diejenigen, die auch im Auto unterwegs sind, wenn ihr rechts abbiegt und langsam anrollt, das ist ein höchst gefährliches Manöver für einen Radfahrenden. Denn wie hier sieht man, ich weiß ja nicht, ob das Auto stehen bleibt oder noch weiter Gas gibt. Das heißt, ich weiß schon, ich kann gar nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ich muss diesen Schlenker fahren. Ansonsten würde ich wahrscheinlich in das Auto reinkrachen. Gleich vorne kommen zwei Fahrstreifen. Der rechte ist ein Fahrstreifen und der linke Fahrstreifen ist für Busse und Taxen freigegeben.
Aber auf alle Fälle ist dieser mit einer durchgezogenen Linie von der Gegenfahrbahn getrennt, was so viel heißt, es dürfen alle nur geradeaus fahren. Die durchgezogenen Linien in die gleiche Richtung sagen zudem noch, dass Fahrzeuge, die links gar nicht berechtigt sind zu fahren, dürfen ja auch gar nicht überholen. Interessiert ja offensichtlich aber gar nicht. Ja, ich habe noch Videos aus dem Winter und danke Konrad. Die Fahrbahn ist sehr gut geräumt, der Radweg gar nicht, das ist ein anderer Kritikpunkt, aber man sieht ja auch deutlich, dass bei solchen Witterungsbedingungen es total wichtig ist, dass man mit abbiegenden Fahrzeugen guckt, ob jemand entgegenkommt. Also hier vorne ist ein Parkplatz frei, da hätte man super gut stehen können. Es ist natürlich viel bequemer, wenn man auf diesen breiten Parkstreifen das ist ja gar kein Parkstreifen, das ist ein Radstreifen. Und hier nochmal die eindringliche Bitte, park bitte nicht auf Radinfrastruktur. Die Faulheit kennt keine Grenzen, ist ja nicht so, dass da genug Platz gewesen wäre, um mit dem Fahrzeug richtig im Parkstreifen stehen zu bleiben. So war es wahrscheinlich einfacher, ne? Aber man behindert ja nur die anderen, Hauptsache ich. Auf der rechten Seite kommt ein freier Parkplatz, auf der gegenüberliegenden Seite kommt auch ein freier Parkplatz, der wäre vermutlich sogar noch besser geeignet. Aber offensichtlich scheint sich die Radinfrastruktur immer besser anzubieten zu parken, deswegen der ausdrückliche Hinweis, parkt bitte nicht auf der Radinfrastruktur. Hier steht richtig scheiße. Mit jedem Manöver, wo Radfahrende an solchen Hindernissen vorbeifahren müssen, das sind Gefährdungspotenziale und die können im Zweifel richtig böse ausgehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wann dieses Fahrzeug genau losgefahren ist, aber Icarus merkt an, dass es ein Rotlichtverstoß war. Und hier wieder meine eindringliche Bitte an alle, die auch mit dem Rad unterwegs sind, wenn ihr was seht, was auf den Radwegen liegt, was da nicht hingehört, räumt es bitte zur Seite. Hier war es eine Glasflasche, die zum Glück noch nicht gebrochen war, die konnte man gut einsammeln und dann direkt in den Mülleimer entsorgen. Und schon wieder haben wir hier einen RTW, der nochmal deutlich auf sich aufmerksam machen muss. Ich weiß nicht genau, wem das Signal galt, dem Scooterfahrer oder dem Fahrzeug, was hier über die Kreuzung gelenkt wird. Alles in allem, Leute, schaut bitte, wo es herkommt und reagiert entsprechend. Und im Zweifelsfall wartet einfach die 3 Sekunden an der Kreuzung oder macht entsprechend Platz. Konrad kritisiert hier zu Recht die Infrastruktur, weil man wird hier vom Hochbordradweg mit einer Verschwenkung auf die Fahrbahn geleitet, sodass hier Konfliktpotenziale entstehen, die nicht entstehen müssten. 2-3 Parkplätze da weg und man hätte es echt gut machen können. Der Zufall wollte es echt so in dieser Folge. 3-mal RTW dabei. Und hier hört ihr, wie es eigentlich ganz gut weht. Einfach ein kurzes Horn, geguckt, angehalten. So sollte es am besten gehen. Wenn ihr mich oder den Kanal unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen dazu in der Beschreibung. Um mit dem Argument, alle Radfahrer fahren bei Rot, mal so ein bisschen aufzuräumen. Natürlich gibt es Leute, die bei Rot fahren. Es gibt aber sehr wohl auch Leute, die entsprechend, wie man das hier sieht, bei Rot anhalten und sich somit korrekt verhalten. Ich muss es mal so sagen, ich glaube, das ist wirklich die dümmste Aktion, die ich seit langem gesehen habe. Wie kann man in einen Demonstrationszug, der von der Polizei begleitet wird, eine Glasflasche schmeißen? Dass natürlich sofort 4-5 Cops hast als Zeuge plus Kameraaufnahmen. Also wie blöd kann es für dich eigentlich laufen? Achtung, Glas! Und Audio Guy hat das gleiche Problem auch. Hier liegt nur eine ganze Scheibe vom Bushäuschen auf einem Radweg. Diese Baustelle jetzt kommt, ist einerseits für den Radverkehr irgendwie ganz gut geregelt worden, extra einen Streif, dass man hier auf die Fahrbahn verlenkt wird. Wer tatsächlich komplett drunter leidet, das ist der Fußverkehr. Die müssen tatsächlich auf die komplett andere Straßenseite und da lang gehen. Auch mit der Ausstellung ist nicht so ganz klar, wo man lang kann, deswegen hast du hier die Fußgänger auf einem Radweg. Auf der rechten Seite sehen wir jemanden, der ganz beherzt über die Tramgleise hüpft. Was man immer beachten sollte, wenn man Rot hat, kommt wahrscheinlich von irgendwo auch eine Tram daher, wie in diesem Fall. Deswegen Augen auf beim Über die Schiene gehen. Nee, er da drüben. Der ist bei Rot über die Tram gerannt.
Und natürlich wollen wir auch diese Folge mit etwas Gutem beenden. Herzlichen Dank an denjenigen, der hier sein Fahrzeug zurückgesetzt hat und entsprechend den Streifen für den Radverkehr wieder freigegeben hat. Dankeschön. So, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut euch noch ein Video an. Herzlichen Dank an die Leute, die den Kanal unterstützen. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, wie ihr mich unterstützen könnt. Kommt immer und sicher gut ans Ziel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.